Chicago Bulls-Fans haben sich mittlerweile daran gewöhnt, dass in der Free Agency bei ihrem Lieblingsteam nicht viel passiert. Begehrte Free Agents hat man schon lange nicht mehr bekommen, der letzte große Trade für einen echten Star ist auch schon eine Weile her. Während andere Teams die großen Moves machen, geht es in Chicago mittlerweile eher ruhig zu. Nun, warum sollte sich das dieses Jahr ändern, oder? Pustekuchen, kaum ein anderes Team hatte so eine aktive Free Agency wie das Team aus Illinois und man fällte einen Deal nach dem anderen ein, die Bulls gingen all in. Zuerst tütete man einen Sign-and-Trade-Deal ein, der Lonzo Ball nach Chicago brachte, Thomas Saransky, Gary Temple und ein Zweitrunden-Pick gehen nach New Orleans, während Lonzo einen 4-Jahres-Vertrag über 85 Millionen Dollar unterschreibt. Danach tradete man für den viermaligen All-Star DeMar DeRozan, schickte im Gegenzug Thaddeus Young, Alfredo Camino, einen geschützten Erstrunden-Pick und zwei Second-Runner nach San Antonio, danach verlängerte man mit dem 32-Jährigen für 3 Jahre und 85 Millionen Dollar. Dabei blieb es aber nicht, auch Alex Caruso kommt nach Chicago, 4 Jahre, 37 Millionen, das ist natürlich ein Deal, welcher mir als Lakers-Fan mal überhaupt gar nicht schmeckt. Wie ihr sehen könnt, also eine Reihe von Win-Now-Moves und das nachdem man vor ein paar Monaten schon eine ganze Menge für Nikola Vucevic abgegeben hatte. Wir schauen uns in den nächsten Minuten mal an, wie das Ganze spielerisch aussehen könnte, wie die neuen Spieler Zach LaVine helfen können, wir müssen aber auch über die negativen Aspekte und Risiken dieser Moves sprechen. Zuallererst, liebe Bulls-Fans, euer Team ist besser geworden und das ziemlich deutlich. Das kann euch niemand schlecht reden und die Euphorie darüber, endlich wieder ein wirklich gutes Team zu haben, ist mit Sicherheit nachvollziehbar. Es gibt natürlich Kritikpunkte, zu denen im zweiten Teil des Videos auch mehr, rein von der Qualität jetzt gerade sieht das aber richtig toll aus. Eine potenzielle Starting Five bestehend aus Ball, LaVine, DeRozan, Williams und Vucevic kann sich richtig sehen lassen. Man hat es geschafft, einen offensiven Star wie Zach LaVine, der in der Vergangenheit die komplette Offense auf seinen Schultern tragen musste, Spieler zur Seite zu stellen, die ihm eine Menge dieser Lasten abnehmen können. Ich liebe den Fit mit Lonzo Ball, LaVine bekommt endlich einen Floor General und tollen Passspieler an seine Seite, welcher aber nicht zu balldominant ist. Balldominante Spieler haben die Bulls jetzt zwei auf dem Flügel, LaVine und DeRozan, da passt Lonzo wunderbar daneben, weil er einmal natürlich Spielzüge einleiten, den Ball vortragen und die beiden in Szene setzen kann, dann aber auch abseits des Balles als Spot-Up-Shooter agieren kann, wenn einer der beiden den Ball hat. Lonzo hat sich zu einem hervorragenden Catch- und Shootwerfer entwickelt, den Defense mittlerweile wirklich respektieren müssen von Downtown. Auf eine Sache bin ich wirklich gespannt, und zwar auf die Ball-LaVine-Connection in der Transition. LaVine ist einer der athletischsten Spieler der NBA, Lonzo einer der besten Passer im Open Court, da können eine Menge Highlight-Plays entstehen. Reden wir über DeMar DeRozan, der mittlerweile, wie ich finde, fast schon unterschätzt wird. Der 32-Jährige spielte eine hervorragende Saison in San Antonio, legte als erste Option bei den Spurs ein 122 Offensivrating auf, dominierte wie gewohnt aus der Midrange, wurde aber auch immer mehr als Playmaker und Passer für seine Kollegen aktiv, etwas, wofür er davor in seiner Karriere nicht unbedingt bekannt war. DeRozan und LaVine können sich Ballhandling, Shot und Advantage Creation Aufgaben teilen und vielleicht kann Willie Donovan ihre Minuten staggern, sodass immer einer der beiden als erste Option auf dem Parkett steht. Und auch zusammen stelle ich mir den Fit ganz gut vor, mit DeRozan, der den Ball hat und die Aufmerksamkeit auf sich zieht und LaVine, der abseits des Balles um Screens herumgeht und aktiv in Bewegung ist. Ball und Vucevic liefern horizontales Spacing, Robert Williams im Dunkerspot vertikales, ich bin ein Fan. Ihr wisst alle, was ich von Alex Caruso halte. Er ist einer der besten Guard-Defender der NBA, bringt Shooting, Einsatz, ist ein hervorragender Cutter und musterhafter Rollenspieler. AC macht so viele kleine Plays, hier ein intelligenter Screen, da eine gute Entscheidung, ich finde es extrem schade, dass die Lakers ihn anscheinend nicht behalten wollten. Erinnert euch noch an diese Lineups mit drei Guards unter Billy Donovan zu OKC-Zeiten mit Chris Paul, Dennis Schröder und Shai Gilgeous-Alexander, diese Aufstellung, die gegnerische Teams vom Parkett runterrannten? Bei den Bulls könnten wir solche Lineups erneut sehen, mit Ball, Caruso und LaVine, ich denke wir dürfen gespannt sein. Offensiv klingt es in der Theorie alles ziemlich gut, wir dürfen Nikola Vucevic dabei auch nicht vergessen, er ist meiner Meinung nach einer der unterbewertetsten Big Men der gesamten Liga. Schauen wir allerdings auf die Defense, habe ich da schon ein paar mehr Fragezeichen und wollen die Bulls in den Playoffs wirklich Ärger machen, dann brauchen sie dafür natürlich auch eine stabile Verteidigung. Das ist prinzipiell erstmal schwer, wenn dein defensiver Fünfer kein guter Defender ist, bestes Beispiel Nikola Jokic und die Denver Nuggets und Vucevic ist in diesem Bereich auch nicht unbedingt überzeugend. Dazu kommen mit DeMar DeRozan und Zach LaVine zwei Spieler auf dem Flügel, die auch nicht unbedingt die imposantesten Verteidiger sind und wir wissen alle, wie wichtig Wing Defense gerade in den Playoffs wird. Wenn ich da an potenzielle Duelle gegen die Bucks, Nets oder Heat im Osten denke, habe ich da eher ein weniger gutes Gefühl, wenn ich ehrlich bin. Nun, das eigentliche Problem, was viele Leute mit der bisherigen Offseason der Chicago Bulls haben, ist der Preis, den man bezahlt hat, um ein gutes, womöglich auch sehr gutes Team zu sein, ohne aber wirklich ein echter Contender zu sein.
Und ja klar, mit solchen Aussagen sollte man vorsichtig sein, es ist alles noch sehr früh, es kann noch so viel passieren, aber gehören die Bulls mit diesem Kader zum Favoritenkreis auf den nächsten NBA-Titel? Ich denke nicht. All-in zu gehen ist immer ein Risiko, die langfristige Zukunft aufs Spiel zu setzen kann sich lohnen, wenn man dafür wirklich ein Contender wird, wenn nicht, dann kann es auch richtig nach hinten losgehen. Beispiel, die LA Clippers mussten quasi all ihre Picks und jungen Spieler traden, um Paul George und damit auch Kawhi Leonard zu bekommen. Die Lakers traden alles, was sie hatten für Anthony Davis und holten sofort den Titel. Die Bulls gingen ebenfalls All-In, sind womöglich aber gerade mal ein Zweitrunden-Team in den Playoffs. Ich habe die Nets und Bucks deutlich vor ihnen, die neuen Heat ebenfalls, das gleiche gilt auch für die Hawks und wahrscheinlich auch Sixers. Ob ich die Bulls vor den Celtics habe, weiß ich nicht, momentan sehe ich Chicago aber eher in dieser 5-7 Range im Osten und dafür so viele Assets herzuschenken ist womöglich nicht die beste Entscheidung gewesen. Für Vooch gab man eine Menge ab, Erstrunden-Picks in den Jahren 2021 übrigens der Franz-Wagner-Pick, 2023 Top 4 geschützt und 2024 Top 3 geschützt, dazu mit Wendell Carter Jr. ein Jungspieler mit einer Menge Potenzial. Für DeRozan hat man ebenfalls eine ganze Menge bezahlt, der Fakt, dass die Spurs ihn nicht nur losgeworden sind, sondern auch nach Erstrunden-Picks dabei abstauben konnten, ist eigentlich schon crazy. Das bedeutet, dass die Bulls frühestens 2027 wieder einen Erstrunden-Pick traden dürfen und dass man in den nächsten Jahren somit kaum Flexibilität für irgendwelche Moves hat. DeRozan, Vucevic, Ball verdienen eine Menge, Zach LaVine wird nächstes Jahr Free Agent, Heisman hat für eine lange Zeit keinen echten Cap-Spielraum, keine tradebaren Draftpicks und kaum First-Rounder, um den Kader zu verstärken. Ich bin ehrlich gesagt zwiegespalten. Auf der einen Seite kann ich es verstehen, wenn dir irgendwann die Geduld ausgeht, du nicht jahrelang im Mittelfeld feststecken möchtest, weder jetzt gerade gut genug bist, noch richtig junge Spieler mit echtem Star-Potenzial hast. Aber wie gesagt, einen so hohen Preis zu bezahlen, um zwar gut, aber wahrscheinlich nicht richtig gut zu werden, ist eine Strategie, die ich nicht wirklich gut finde. Die Bulls sind ohne Frage besser geworden und ich freue mich auch jetzt schon, eine Menge ihrer Spiele nächste Saison zu schauen, ich würde sie aber nicht als einen der großen Gewinner der Offseason bezeichnen. Würde es nur darum gehen, den Kader jetzt gerade zu verstärken, dann sicherlich schon, da haben sie womöglich den größten Sprung aller Teams gemacht, auch wenn wir das natürlich noch abwarten müssen, aber das ist halt nicht das einzige Kriterium. Ich hoffe wirklich, dass ihnen diese letzten Monate seit der Trade Deadline nicht in ein paar Jahren zum Verhängnis werden oder dass Zach LaVine das Team nächsten Sommer verlässt, dann hätte man nämlich ein echtes Problem. Was haltet ihr von der Offseason der Bulls? Mich würde vor allem mal interessieren, was Chicago-Fans dazu sagen, seid ihr glücklich oder eher nicht so? Gefallen euch meine Videos, lasst gerne ein Like und ein Abo da, aktiviert die Glocke, so helft ihr mir, noch mehr Basketball-verrückte Fans mit meinen Breakdowns zu erreichen. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.